Durch das Abtrocknen wird das Neugeborene zusätzlich taktil stimuliert. Dies kann bei der Anregung der Spontanatmung unterstützend wirken und ist häufig schon ausreichend. Eine übertrieben kräftige Stimulation sollte vermieden werden. Wird keine effektive Spontanatmung entwickelt, sind weitere unterstützende Maßnahmen notwendig. Das Pulsoximeter eignet sich in der ersten Lebensminute nicht, um die Herzfrequenz zu bestimmen. Allerdings können Sie danach die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung im Blick behalten.
Hallo, diensthabende Pädiaterin De Bruyne. Hallo, ich habe hier ein neugeborenes Martha in der 38. Schwangerschaftswoche spontan geboren. Meiner Einschätzung nach brauchen Martha weitere Unterstützung. Ich würde mit 5 initialen Beatmungsüben starten. Die Sauerstoffsättigung ist gerade bei 55%, schwankt aber bis auf 50. Die Herzfrequenz ist nur bei 80 und auch die Atemfrequenz ist bei 60. Ich glaube, Martha hat Probleme bei der Anpassung. Alles klar, ich komme so schnell ich kann. Bitte leiten Sie bis zu meinem Eintreffen selbstständig alle weiteren Maßnahmen ein. Nase und Mund sollten bedeckt sein. Augen und Kinn müssen frei bleiben. Zur Orientierung. Weniger als 2000 Gramm. Größe 0. 2000 bis 3500 Gramm. Größe 1. Mehr als 3500 Gramm. In den meisten Fällen Größe 1, gegebenenfalls Größe 2. Innerhalb der ersten 60 Sekunden sollten die ersten Maßnahmen wie die initiale Beatmung durchgeführt worden sein. Innerhalb der ca. ersten 30 Sekunden sollte sich ein Überblick über die Situation verschafft werden, um eine Planung von möglichen Maßnahmen vorzubereiten. Der notwendige Druck zur Entfaltung der mit Flüssigkeit gefüllten Lunge liegt bei Neugeborenen, die Reanimationsmaßnahmen benötigen, zwischen 15 und 30 cm H2O, 1,5 bis 2,9 kPa, durchschnittlich etwa bei 20 cm H2O. Für reife Neugeborene soll daher ein Spitzendruck von 30 cm H2O verwendet werden, für Frühgeborene 20 bis 25 cm H2O.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gratulation! Sie haben die Reanimation von Martha gemeistert. Denken Sie an die Dokumentation und daran, nach der Versorgung Marthas Eltern zu informieren.